Das habe ich mir auch noch an die Nase geschmiert, die Schlafabfälle, um Gottes Willen. Tschüss, Mädels. Ja, da bin ich wieder. Und schön, dass auch ihr wieder mit dabei seid. Weiter geht's mit dem zweiten Teil, dem Aufgebraucht, ne? Für euch ja ein separates Video, weil ich das immer teile. Und ja, ich würde sagen, wir ziehen erstmal Bilanz, was wir aufgebraucht haben. Und zwar waren das 28 Produkte für den Haushalt. Ja, ist auch ein bisschen mehr, glaube ich, wie letzten Monat. Und ich würde sagen, los geht's. Wir fangen an mit zweimal Kosmetiktüchern. Einmal habe ich aufgebraucht und einmal meine Kids. Die haben nämlich auch so einen Spender jetzt mittlerweile im Zimmer stehen. Nehmen die auch gerne als Taschentücher oder sowas her. Ja, ich hatte dieses Design und meine Kids hatten dieses schon eher herbstliche Design. Die sind übrigens von Evelyn. Ja, die kaufen wir eigentlich immer. Und diese Taschentücher von Soft und Sicher kaufen wir auch immer nach. Ja, finden wir gut. Die Designs sind auch immer recht schön. Das war auch sehr schön. So ein bisschen Landhaus, ne, würde ich fast schon sagen. Passt aber ganz gut jetzt in die Jahreszeit. Ja, dann haben wir Tee. Da kam ich direkt mal alle raus. Das sind nämlich einige. Ja, es war ja ordentlich warm diesen Monat. Ne? Dementsprechend haben wir sehr viel Tee verbraucht. Ich gucke mal, ob ich noch einen finde. Das sind sie alle. Reicht aber auch, würde ich sagen. Ne? Wir fangen mal an mit einem, den ich absolut liebe, den es aber leider nur im Sommer gibt. Weil, ja, kalt aufgießen bringt einen im Sommer ein bisschen mehr, ne, als im Winter. Von Frio, der ist Sport mit Apfel, Zitrone und Magnesium, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Dieser Tee aufgeschüttet, kalt. Und dazu Geroldsteiner Mineralwasser. Und ihr habt original dieses Geroldsteiner Apfel, Zitrone. Und das ohne Zucker. Und ja, ich feiere das immer noch. Ne? Ihr hört es raus. Dann habe ich hier was, ja, zum Runterkommen quasi. Das hatte ich, glaube ich, auch in meinem Glückspaket mit Claudia, wenn mich nicht alles täuscht. Das gesunde Plus Inner Balance, der war mit Zink aromatisiert mit Johannisbeergeschmack. Ja, geht im Sommer jetzt auch, muss ich sagen. Wenn man den kalt werden lässt, schmeckt der sogar noch ein bisschen besser als warm. Ich fand, so warm schmeckte der mir nicht so sehr, aber kalt mit ein bisschen Zucker drin, also so ganz kleines Müh, konnte man den gut trinken. Ja, noch zwei zum Kaltaufbrühen von King's Crown. Das ist die Rossmann Eigenmarke für Tee. Einmal Maracuja-Geschmack, auch eine limitierte Edition. Das ist quasi auch nur im Sommer, ne? Wie alle diese kaltaufgießen Tees. Und einmal Erdbeer-Himbeer. Ja, haben uns beide geschmeckt, fanden wir beide gut. Die sind auch ein bisschen günstiger wie die von Teekanne, ne? Die originalen. Und ja, könnte ich mir vorstellen, dass wir die nochmal nachkaufen. Wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, weil... Ich meine, gut, wir haben ja erst Juli, ne? Ende Juli. Der Sommer ist noch ein bisschen. Vielleicht könnte ich noch mal Glück haben, dass ich noch mal erwische. Aber ja, ansonsten nächstes Jahr wieder. Definitiv. Waren gut. Ja, und der letzte, der Dauerrenner, ne? Spanische Orange. Und wir haben jetzt gelernt, wir waren ja bei Alida und sie hat in den Tee noch frische Zitrone reingetan. Und mein Großer sagte direkt, oh, das schmeckt doch viel besser wie der von zu Hause. Und ja, jetzt hole ich immer frische Zitrone und schneide die da rein. Man muss nur aufpassen, dass man sie nicht zu lange drin lässt, meiner Meinung nach. Weil ja, da hat er auch ein bisschen gemeckert und meinte, wenn man den zu lange drin lässt, dann wird der sauer. Ja, so ist das halt, ne? Mit Zitrone. Finde ich aber sehr gut. Ja, nach wie vor, ne? Ein Favorit von uns. Kommt immer wieder nach. So, dann widmen wir uns mal dem nächsten Kram. Kokett Küchenrollen. Zwei Stück diesmal nur. Ja, ihr könnt stolz auf mich sein. Ich hatte euch gesagt, ich möchte meinen Küchenrollen-Zebra-Verbrauch etwas zurückschrauben. Und das habe ich tatsächlich geschafft, ne, wenn ich mir das hier so angucke. Wie gesagt, zwei Rollen und eine habe ich davon sogar noch. Also fast eine ganze. Finde ich gut. Ne? Bin ich stolz auf mich und ich hoffe, dass ich das so beibehalten kann. Ja, von Kokett hole ich übrigens immer. Dann habe ich hier was zum Waschen. Denk mit Oxy Power. Ja, Multifleckenentferner von Denk mit. Habe ich schon gesagt, dass es von Denk mit ist. In so einem Eimer. Kommt leider Gottes nicht an das Originale. Ist der Deckel abgeschmiert? Ja, ihr merkt, ich bin heute wieder gut drauf. Genau der richtige Tag, um Videos zu drehen. Da habt ihr wieder was zu lachen. Kommt nicht an das Original von Vanish ist das, glaube ich, ran, ne? Dieses Pinke. Aber ja, zusammen zum Waschmittel dazu geht das, glaube ich. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass man, glaube ich, auch
viel der Waschmaschine zuschreiben kann. Ich muss sagen, wir haben eine sehr alte Waschmaschine. Eine kleine, sehr alte Waschmaschine. Was dort geschuldet ist, dass mir meine Waschmaschine, die auch schon ein paar Jährchen auf dem Puckel hatte, vor 2 Jahren kaputt gegangen ist. Und dann haben wir die von meinem Freund genommen, weil er gesagt hat, ich brauche die nicht. Und warum sollen wir dann eine neue kaufen? Und jetzt haben wir halt dieses alte Frettchen da stehen. Ja. Aber das wird auch nicht mehr lange so sein, weil nächsten Monat, ich denke mal Ende August wird sie dann da sein, bekommen wir eine neue Waschmaschine und zwar eine Samsung AdWash. Ja, da freue ich mich schon mega drauf, weil ich habe sehr viel Gutes von der AdWash gehört. Und ich bin echt mal gespannt, weil ja, diese alte Waschmaschine lässt leider Gottes auch teilweise Fasern einlaufen. Das merke ich an meinen Klamotten. Mein Freund sagt zwar immer, ja, ja, das ist die Ausrede dafür, dass du dicker geworden bist. Ja, charmant wie immer, ne? Wie man ihn kennt. Aber ja, ich merke das tatsächlich wirklich an der Länge der Klamotten, nicht an der Breite, dass sie einlaufen in der Waschmaschine, obwohl ich die nur auf 30 Grad wasche. Und ich hoffe, dass das mit der neuen nicht so ist. Und ich denke auch einfach, dass die dann eine bessere Waschleistung hat. Was mich dann dazu natürlich auch dazu verdonnert, die regelmäßiger zu pflegen. Also zum Beispiel mit diesen Anti-Kalk-Tabs, ne? Die benutze ich ja, muss ich zu meiner Schande gestehen, aktuell gar nicht. Aber ja, wenn ich dann eine neue habe, dann werde ich mir die wahrscheinlich mal zulegen. Weil es wäre ratsam, dass dieses Gerät dann ein paar Jahre hält. Wobei ich dazu sagen muss, dass meine alte auch, die war auch schon über 10 Jahre alt. Also das war kein Markengerät. Ne? Muss ich dazu sagen, zu meiner Verteidigung. Aber ja, ihr hört's raus, wir freuen uns auf unsere neue Waschmaschine und bin mal gespannt, wann sie kommt. Ja. So, was haben wir denn noch? Ja, WC-Ente. Auch da habe ich euch gesagt, ich möchte meinen Konsum einschränken und auch das ist mir gelungen. Da kann ich auch stolz auf mich sein. Nur noch eine finde ich absolut in Ordnung im Monat. Von daher war das die richtige Entscheidung und von diesen Einhänger-Dingern, diese WC-Enten, wie heißen die denn? Diese Gel-Dinger, die man reinstempelt. Diese Stempel. Ich sage jetzt einfach mal Stempel. Ja, da war der Akku leer. Habe ich schon wieder zu lange gequatscht, ne? Wir waren stehen geblieben bei der WC-Ente. Wie gesagt, Konsum habe ich stark zurückgefahren. Von 3 auf 1 Flasche finde ich vollkommen in Ordnung. Und ja, von diesen, jetzt habe ich Zeit gehabt, um zu überlegen, diese Gelteile, die Stempel, sage ich jetzt einfach, die da in die Toilette kommen, auch von WC-Ente, haben wir auch nur, ja, ein Paket. Genau, das habe ich auch gerade. Ein Paket gebraucht und ja, finde ich auch in Ordnung. Ne? Die halten ein paar Tage, wenn man wirklich aufpasst, dass man die nicht rauskratzt, dann funktioniert das. Als nächstes habe ich hier auch meinen All-Time-Favorite, ne, den Master Popper Badreiniger. Ich wollte immer mal den Küchenreiniger ausprobieren, weil Jasmin den auch so toll findet. Aber ich vergesse es immer, mir den mitzunehmen. Aber es ist auch nicht so, dass ich nicht noch Küchenreiniger habe. Ne? Ich habe ja den von Frosch, den Soda-Reiniger, da bin ich super zufrieden mit. Aber ja, zurück zu dem. Finde ich spitze, wird immer wieder nachgekauft, schon alleine wegen des Duftes. Apropos Duft, ja, von den Teilen haben wir wirklich viele gebraucht. Einmal hier für diesen Nachfüller, ne, wir haben ja jetzt mittlerweile mehrere hier in der Wohnung stehen, habe ich einmal von Denk mit Orangenzauber und Zitrone, das habe ich auch wieder nachgekauft, fand ich sehr gut vom Duft her. Und einmal Liquare Lemon Joy, das war aus dem Aldi. Ich hatte meinen Kindern so ein elektrisches Teil, das hatten die auch von Liquare aus dem Aldi, hatte ich den gekauft und da habe ich halt auch die dazu geholt, diesen Nachfüller. Aber ich muss sagen, wenn ich mir die so anschaue, gut, hier ist jetzt kein Ding mehr drauf, aber die sehen gleich aus. Also ich glaube, die sind alle genormt für diese Teile. Was bedeutet, dass ihr nicht nur das Original nehmen könnt, sondern auch jedes andere, denke ich mir. Aber das hier wird definitiv nachgekauft, weil das hat Aldi nicht immer. Leider Gottes. Ja, und für zwischendurch zum Sprühen, für die gute Laune und für die gute Luft ist das Airwick Pure mit 5 ätherischen Ölen. Belebend mit Orange und Grapefruit ist auch das Einzige, was ich davon vertragen kann. Ich muss sagen, von diesen elektrischen Duftteilen, die sind doch sehr intensiv. Und wenn man da so ganz frische Düfte reinpackt, so frische Wäsche, kann ich nicht ertragen. Da kriege ich Hustenanfälle von. Geht gar nicht. Deswegen kaufe ich immer Orange oder sowas. Und ja, das fand ich auch sehr gut. Ist sogar ein bisschen noch drin. Kann ich noch ein bisschen dran schnüffeln. Ja, sehr schön. Wird auf jeden Fall nachgekauft. Ist auch das Markenprodukt, weil was Günstiges habe ich da noch nicht gefunden. Zumal das auch nicht so einen feuchten Niederschlag hat. Ne? Ein bisschen schon, aber nicht so stark wie andere jetzt. Ja, dann habe ich hier zweimal Glasreiniger. Den Spiritus Glasreiniger von Frosch. Die Nachfüllpackung, ja, den kaufe ich eigentlich immer wieder. Ne? Jetzt, wo ich nicht mehr so viel Küchenrolle brauche, werde ich davon auch nicht mehr so viel nehmen. Meine Kinder brauchen den halt noch viel. Die benutzen den viel. Aber wenn ich putze, benutze ich eigentlich nur noch Wasser.
ab und an mal ein bisschen von dem, aber das finde ich auch nicht schlimm. Ne? Ich mag den und das ist ja auch, Frosch ist ja gut für die Umwelt, ne? Also ist dafür bekannt, dass es Putzmittel macht, die nicht so schädlich sind, sag ich mal. Und von daher finde ich das in Ordnung, den zu kaufen. Wobei ich euch ja auch schon in meinem letzten Video gesagt habe, in dem Beauty aufgebraucht, ne? Dass, ja, dass man nicht alles sofort auf einmal ändern kann. Und ich will das auch gar nicht, um ehrlich zu sein. Fakt ist, ich möchte was tun, das tue ich, ne, weil ich schon viel umgestellt habe oder versuche, andere Mittel und Wege zu finden. Aber man kann und man will auch, wie gesagt, nicht alles auf einmal umstellen. Ich zumindest nicht. Und dementsprechend finde ich es auch legitim, wenn ich zum Beispiel ja, meine Allzwecktücher in die Kamera halte, wobei ich jetzt diesen Monat bis auf diese hier, die absoluter Flop waren, die werde ich euch gleich zeigen, keine hatte. Weil ich halt nicht so viele brauche, weil ich sie nur für die Toilette benutze. Aber ja, auch so andere Sachen, so wie Glasreiniger oder sowas, ne? Finde ich vollkommen in Ordnung. Weil man kann nicht alles perfekt machen. Also niemand ist perfekt. Wer das von sich behauptet, der lügt einfach. Und dementsprechend finde ich, der gute Wille zählt da irgendwo was zu verändern. Ne? Ja, nur noch geschwafelt. Weiter geht's mit Finish Klarspüler. Ja, mein Liebster kaufe ich immer wieder nach, zusammen mit dem Salz. Das habe ich jetzt diesen Monat gar nicht dabei. Brauchten wir jetzt nicht, aber ja, der Klarspüler ist leer gegangen. Werde ich auch wieder nachkaufen, beziehungsweise habe ich, glaube ich, schon. Die nächste große Buddel ist hier Kuschelweich Aloe Vera Weichspüler. Und ja, der roch wirklich gut. Wobei ich auch da hier sagen muss, auch hier habe ich meinen Konsum an Weichspüler sehr stark zurückgefahren. Und das war, bevor ich gehört habe, dass es hier drin wohl tierische Abfälle, Schlachtabfälle, dass die da drin sein sollen. Also aufmerksam geworden bin ich zum ersten Mal in einem Video von Katrin darauf. Sie hatte davon erzählt und meinte dann auch zu mir, diese kationischen Tenside, was hier drauf steht als erstes, 5-15%, wären wohl diese Schlachtabfälle. Ja, hört sich erstmal eklig an, wenn man sich das vorstellt. Aber ich bin immer der Meinung, wer weiß, was wir alles so zu uns nehmen und ja, auf unsere Haut schmieren, wovon wir nicht wissen, was da drin ist. Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespaltener Meinung. Ne? Man muss ja immer vorsichtig sein, was man hier sagt. Sonst wird man ja gesteinigt. Ja, aber das Wissen, dass da jetzt solche Sachen drin sind, bedeutet für mich nicht, dass ich jetzt komplett auf Weichspüler verzichten werde. Ich habe vorher meinen Konsum schon zurückgeschränkt, bevor ich das wusste, wohlgemerkt. Ich habe jetzt auch heute einen gekauft von Frosch, wo diese Sachen nicht drin sind, weil ich einfach mal testen möchte, ist der genauso gut oder vielleicht sogar besser. Gibt es Alternativen? Aber grundsätzlich gesehen, wenn ich meine Handtücher weich haben möchte, ja, und das ist quasi noch das Einzige, wo ich Weichspüler wirklich einpacke in meine Handtücher, damit sie halt weich sind, dann packe ich mir das Zeug da rein. Ganz einfach, ja, sage ich jetzt einfach so. Ich finde immer, ja, es gibt einen Hype, ne, oder jemand sagt irgendwas oder man hört irgendwas im Fernsehen und dann schreien alle auf, ja, und dann dauert das eine Weile und dann gibt es den nächsten Hype oder den nächsten Aufschrei und dann ist das wieder vergessen und dann benutzen sie wieder alle Weichspüler, wenn wir doch mal ehrlich sind, ja. Ihr wisst, ich bin ein von Natur aus sehr ehrlicher Mensch, hoffe ich zumindest. Also ich bemühe mich schon immer, meine Meinung zu sagen, auch wenn das nicht immer ja, so gut ankommt, bin ich gewohnt über die Jahre in meinem Leben. Aber das ist einfach meine Meinung zu diesem Thema. Ja, und zu diesem Beispiel, da kann ich sagen, der roch sehr gut. Der hat meine Wäsche sehr sauber gemacht, beziehungsweise sehr weich gemacht, nicht sauber. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass ich mir den nochmal nachkaufe, obwohl ich jetzt weiß, dass das hier drin ist. Ja, wie gesagt, schwieriges Thema, aber das ist einfach meine Meinung dazu. Und jetzt seid ihr dran. Ja. Bombardiert mich, schlagt mich, steinigt mich. Ich kann damit umgehen. Ich sage immer, ich habe ein breites Kreuz, ne? Ja, das dazu. Und jetzt machen wir weiter mit der Spülmaschine. Da habe ich nämlich auch mein liebstes Produkt hier einmal aufgebraucht. Und zwar die Somat Duo Deo Pearls. Das beste Spülmaschinen-Deo ever, was es gibt. Was auch nicht so teuer ist im Vergleich zu den günstigen Eigenmarken. Zum Beispiel von DM und Rossmann. Hält sehr lange. Also in meiner Spülmaschine hält es sehr lange. Ich komme, glaube ich, noch über die 60 Wäschen hinaus damit. Die hier angegeben sind und es riecht trotzdem noch und ja, ich liebe das Zeug. Kurz und gut. Solltet ihr mal ausprobieren. Wir bleiben beim Duft
Und ja, ich war Opfer, ne? Ich hatte es euch vor ein paar Monaten schon mal gesagt, dass ich mir einen Duftmüllbeutel gekauft habe. Bei Aldi gab es die wieder. Ja, das ist ein Fehler. Mit, was waren die? Mit Mango, genau. Ja, riecht man jetzt hier nicht mehr so extrem raus, aber ich fand die schon gut. Also zum Beispiel, wenn man, sag mal schnell, wenn man Allzweckmüll hat. Allzweckmüll? Schwarze Tonne. Ich komme nicht auf den Namen. Verdammt. Restmüll. Restmüll, wenn man Restmüll hat. Das stinkt ja manchmal, ja? Oder Bio zum Beispiel. Dann kann man die gut benutzen, weil die Düfte, die einem da entgegenschlagen, die sind ja nicht immer so geil, ne? Und wenn man dann so einen Müllbeutel hat, dann kann man das damit ein bisschen übertünchen, sag ich mal. Ja, von daher, DM hat die ja auch, ne, im Standardsortiment. Ich könnte mir vorstellen, dass ich die ab und an mal kaufe. Nicht immer, weil ich einfach finde, bei Plastikmüll, der jetzt nicht so stinkt, finde ich es schwachsinnig, da einen Duftmüllbeutel zu nehmen, zumal die auch, glaube ich, teurer sind. Aber ja, bei so stinkenden Angelegenheiten könnte ich mir das schon vorstellen. Ja, wir haben noch mehr zum Waschen. Von Frosch den Citrus-Fleckenzwerg. Entfernt Speisefett, Ketchup, Creme, Make-up, Gemüse und Erdflecken. Ja, das war so ein Flecklöser mit so einem Schwamm mit Citrus. Und ja, der roch auch relativ angenehm für Citrus. Und ja, hat jetzt nicht so die Flecken weggemacht wie dieses Oxy. Ne? Aber dafür, dass es ein Naturprodukt ist, beziehungsweise sehr naturnah ist, hat das schon ein bisschen was gebracht. Aber solche Flecksachen halten bei mir auch ewig. Ne? Ihr wisst, meine Kinder sind aus dem Kleckeralter raus. Und ja, ich klecker jetzt auch nicht so viel. Ne? Manchmal bin ich ein bisschen tollpatschig, aber nicht oft. Und ich bemühe mich zumindest. Und dementsprechend brauche ich halt sowas. Ja, das, ich glaube, ich habe das irgendwann mal letztes Jahr gekauft und habe es jetzt erstmal aufgebraucht. Aber sowas hält sich ja auch. Ne? Könnte ich mir aber vorstellen, dass ich mir das nochmal vielleicht nachkaufe, wenn ich es denn brauche. Dann habe ich hier noch so was Kleines. Das ist von, wie heißen diese Duftteile denn? Auch Denkmit, glaube ich, ne? Heißen die Denkmit? Steht nicht drauf. Nur DM Drogeriemarkt. Die sind auf jeden Fall von der Eigenmarke, mein Gott. Lemon, Cool Lemon war das. Ja, ist auch so orange Zitrone. Hatten wir bei uns in der Toilette. Aktuell haben wir, glaube ich, Meeresbrise. Ja. Finde ich gut, die kleinen Dinger. Ne? Die sind günstiger wie die Originale von Glade und tun genauso ihren Dienst. Ja, dann habe ich hier ein Mikrofaserfenstertuch, was ich nicht aufgebraucht habe, sondern ich habe euch die Verpackung gezeigt, weil ich euch dazu was sagen wollte. Weil so ein Tuch hat man ja ewig. Ne? Also ich meine, das werde ich wahrscheinlich in ein paar Jahren noch haben und dann kann ich euch vielleicht irgendwann mal sagen, wenn ich euch den alten, abgenutzten Lappen zeige, war gut. Ja, habt ihr viel von. Nicht. Von daher zeige ich euch die Verpackung und sage euch, ja, dass ich das in Benutzung habe. Das ist dieses Tuch, was Katrin empfohlen hat. Ja, ich habe es gefunden und sie hat mir gesagt, ja, das ist es. Und ich muss ganz, ganz, ganz ehrlich sagen, dass ich das andere, was ich vorher gekauft hatte, was nicht die Empfehlung war, besser finde. Weil das die Scheiben noch streifenfreier macht. Also ich muss sagen, wo man das gut benutzen kann, dieses Tuch hier, ist, wenn man es nicht nass macht, als quasi als Küchenrollenersatz. Dann geht das wunderbar, zusammen mit dem Froschreiniger, und so benutze ich es auch tatsächlich für die Spiegel dann, weil die sind ja nicht so dreckig wie Fenster. Aber für meine Fenster benutze ich tatsächlich dieses andere Blau mit dem Leder, ne, was ich vorher euch gezeigt hatte. Aber so, ja, kann ich euch das schon empfehlen. Wenn ihr auch Küchenrolle sparen wollt und ihr sagt, ihr wollt damit nicht mehr putzen so viel, dann, ja, schaut euch das mal an. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich glaube, das geht auch mit jedem anderen Mikrofasertuch. Würde ich jetzt mal behaupten, ja. Ihr dürft es halt nur nicht nass machen. Wie gesagt, ich habe es nass gemacht mit normalem Wasser, da war es für mich nicht so der Brüller, muss ich sagen. Also dieses Tuch, die eine Seite, die stoppt doch sehr und das nervt. Man kann damit nicht so schön über die Scheiben oder über den Spiegel fahren. Das stockt immer so ein bisschen und ja, fand ich jetzt nicht so geil, um ehrlich zu sein. Deswegen, ja, werde ich für andere Zwecke benutzen, ne? Beziehungsweise für den Glasreiniger dann. Dafür ist es gut, aber nicht nur mit Wasser. Ja, dann habe ich hier noch so ein absolutes Flop-Produkt. Die Kühlschrankreinigungstücher von Optivish. Die gab es mal bei Aldi in so einer Limited Edition. Ja, ab und zu hauen die mal so Haushaltssachen raus. Ne? Dann haben die so Haushaltswochen quasi. Genauso wie die Fitnesswochen, ne? Anfang des Jahres. Auch immer ganz beliebt bei den Discountern. Und ja, so gibt es auch Frühjahrsputzwochen, ne? Bei Aldi. Und ich glaube, da habe ich die auch mal gekauft.
einfach um mal schnell den Kühlschrank zu reinigen. Und ich kann das sagen, die taugen gar nichts, die Dinger. Also die sind furztrocken, die nehmen gar nichts ab, die sind mega klein. Ich habe jetzt noch die letzte Packung und ich benutze die aktuell, ja, um mal schnell was wegzuwischen, aber für den Kühlschrank nicht. Also da kann man sich wirklich einen Lappen nehmen, den kurz nass machen und den Fleck dann damit wegmachen. Dafür braucht man jetzt so einen Kram. Ja, wieder was dazu gelernt, oder? So, und das letzte sind meine feuchten Toilettentücher von Tempo. Finde ich, sind meiner Meinung nach die besten. Ich habe aktuell welche von Hakle. Die waren auch beim Aldi irgendwie mal im Angebot. Finde ich aber nicht so gut. Die sind rauer, also was heißt rauer? Strukturierter von der Beschaffenheit her. Und auch feuchter und größer, habe ich den Eindruck, als die von Hakle und die ich bisher getestet habe. Und die Verschlusskappe hält auch besser. Also wenn man das zumacht, dann halten die wirklich zu und dann sind die auch feucht. Die von Hakle, ja, das ist ein großer Pack, werdet ihr auch irgendwann sehen, in meinem aufgebraucht. Und die sind jetzt schon trocken. Ja, macht keinen Spaß damit. Dementsprechend werde ich bei Tempo bleiben, definitiv. Ich muss mal gucken, was es da sonst noch gibt mit natürlicher Aloe Vera. Das war ganz okay. Aber ja, man hat ja vielleicht auch mal ein bisschen Lust auf Duft am Hintern. Keine Ahnung, aber ja, dann gucken wir mal, was es da noch so zu geben gibt. Was es da noch zu bieten gibt. Nein, wie sagt man? Was die Toilettenpapierwelt noch zu bieten hat. So, wäre der korrekte Satz. Oh Mann, es ist gut, dass es das letzte Produkt ist, Leute. Ich sag's euch. Ja, ich sehe gerade, hier ist auch noch dieses Nöppelchen von diesem Duftteil. Ja, da seht ihr es nochmal. Das sieht original gleich aus wie das von Denk mit und auch von Glade, Brise. Keine Ahnung, was es ist. Ja. Das war's, Mädels. Das Video ist beendet. Ist, glaube ich, auch besser so, ne? Wird jetzt langsam schwierig mit mir. Deswegen, ja, drehe ich auch maximal immer nur 3 Videos hintereinander, weil sonst wird es furchtbar. Ja, ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sammeln jetzt wieder neu für den nächsten Monat. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag. Haltet die Ohren steif, lasst euch nicht ärgern und wir sehen uns. Tschüss.